Hier, eine Sache wollte ich mal von dir wissen. Was denn? Dann fangen wir auch gleich an. Wen findest du eigentlich besser, in Charles oder in Gordon? Wie bitte? Ja, wen du besser findest, in Charles oder in Gordon? Von wem sprichst du? Sag mal, Anne, was ist denn mit dir los? Was denn? Sag mal, du hast doch auch Ohren am Kopf, oder? Ja. Dann hast du das Lied doch jetzt auch 20 Mal gehört, das oder? Das Kacklied, was die ganze Zeit gelaufen ist. Dieses Kacklied, was die ganze Zeit gelaufen ist. Hören Sie auf zu klatschen! Das ist der größte Hit von Roger Whittaker. Das ist doch, hör doch auf! Das ist Albany. Ach. Das Lied für über die Gebrüder McKenzie, ja, der Charles und der Gordon McKenzie, die hoch oben im Schloss von Albany gewohnt haben, hoch oben in der Wälder von Northern Green. Ja. Und jetzt, wo du das tragische Schicksal von den beiden mehrfach gehört hast, wirst du mir ja wohl die einfache Frage beantworten können, wen von beiden findest du besser, einen Charles oder einen Gordon? Ich finde Charles besser. Was? Ja. Aber das sagst du doch jetzt nur, dass ich die Fress halt. Eigentlich schon. Also. Ja, aber keiner findet Charles Ach, besser. Ach Lars, dann finde ich halt den Gordon besser, das ist mir doch so scheißegal. Dann finde ich halt den Gordon besser, ich bin so scheißegal. Ja. Also, aber wie kann einem das scheißegal sein? Was denn? Hast du einmal hingehört, was der da singt? Hast du einmal zugehört? Nein. Pass mal auf, ich helfe dir nochmal auf die Sprünge. Nee, nix hier, pass mal auf hier. Charles und Gordon waren zwei Brüder. Man sagt, einer stach den anderen nieder. Doch ihren fairen Kampf sah keiner. Ja. Wie ein Mörder musste Gordon fliehen. Kein McKenzie hat ihm je verziehen. Rastlos zieht er nun umher und findet keinen Frieden. Und das ist ja wohl eine Riesensauerei, ha? Weil es ein fairer Kampf war. Ja. Und keiner hat's gesehen. Ja, aber Lars, wenn's keiner gesehen hat, woher will der Roger Whittaker das dann wissen? Halt's Maul! Dann hat's ihm halt einer erzählt. Wer soll's ihm denn erzählt haben, wenn's keiner gesehen hat? Abgesehen davon sind die McKenzies ja wohl offensichtlich Schotten und Roger Whittaker ist ja wohl Engländer. Also sag mal, Engländer, ihr und Schotten ist so alles das Gleiche. Alles Inselaffe, Saufer, haben Sonnenbrand und hauen sich aufs Maul. Dann hat's ihm halt, dann hat's, ja, natürlich, klar, harter Brexit. Dann hat's ihm halt der Gordon persönlich erzählt. Was für ein Gordon? So, was für ein Gordon wohl? Der Gordon McKenzie natürlich. Ja. Um wen geht's denn hier? Ja. So, hier, ich hab da so eine Theorie. Achtung. Ja, pass mal auf. Der Roger Whittaker wandert ja gern. Wo weißt du das her? Das habe ich im Rätselspaß gelesen. Alles klar. So. Da war er wandern in Schottland. Ja. Ja, so beim Loch Ness. So, ist, ja, genau. Ja, beim Loch Ness war er wandern. Und da war aber scheiß Wetter, Nieselregen, Nebel, das volle Programm. Ja. Da ist er da. Schottland halt. Schottland, genau. Ja, ist er da ein paar Mal um das Loch da rumgewandert. War aber keine Sau sonst unterwegs. Ja, war ja so scheiß Wetter. Klar. Ja, keine Sau unterwegs. Außer im Roger. Ja, dann hüpft irgendwann, kommt da der Gordon McKenzie, kommt da hinten in so einem Felsen vorgehüpft. Ja. Ja, so. Ich meine, der zieht ja eh nur noch rastlos umher und findet keinen Frieden. Das weißt du ja jetzt auch. Das ne? stimmt. So. Ja. So, und dann haben die beiden sich da so ein bisschen unterhalten und dann auch angefreundet. Ja, aber rein platonisch hoffentlich. Ja, natürlich rein platonisch, da gibt es ja gar keine Autobahnparkplätze. Das stimmt. So, und dann sind sie zusammen in so einen Pub gegangen und haben erstmal, Guinness getrunken. Guinness ist aus Irland. Ach, das ist doch scheißegal, dann haben sie halt Whisky getrunken. Okay. Ja, so. Und dann hatte der Gordon McKenzie, hat dann dem Roger die Geschichte erzählt und dann hatte Roger Whittaker dann das Lied daraus gemacht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die McKenzies vielleicht Albaner waren. Wegen Albany, weißt du?